aufgefallen. Frau Kreisschulrat. Tja, es war wieder reizend bei dir. Ach richtig, Ali, ich vergesse, da ist noch eine Kleinigkeit. Stell dir vor, komm, bin ich wieder im Lande, was höre ich? Einer meiner Direktoren hat sich auf irgendwelchen krummen Touren eine neue besorgt. Was sagst du dazu? Zopperlot, so einen schweren Mütter. Noch einen? Ach ja, bitte. Diese Tour ist deshalb so krumm, weil du einen Bogen um mich bzw. das Kreisschulamt gemacht hast. Mhm. Gewöhnlich gut unterrichtete Kreise sprechen von alten Beziehungen zum Bezirksschulrat. Ja. Wir haben zusammen auf den Barrikaden gestanden, da hast du noch als Quark im Schaufenster gelegen. Zur Sache, Ali. Ich brauche jemanden. Andere auch. Gib's doch zu, du fühlst dich übergangen. Lieber Freund, deine Partisanenmethoden grenzen langsam an Anarchie. Was hier im Kreis geschieht, habe noch immer ich zu verantworten. Was glaubst du eigentlich, weshalb wir da oben sitzen? Das frage ich mich auch manchmal. Du hast erst im vorigen Jahr einen Absolventen bekommen und es ist nicht meine Schuld, dass er nicht mehr da ist. Meine vielleicht? Jawohl, Genosse Direktor. Sofort, Genosse Direktor. Wie du meinst, Genosse Direktor, ich füge mich. Stundengeber war das. Ein Hohlkopf. Ausgemachter Arschkriecher. Oh, komm, mäßige dich, ja? Ja, entschuldige. Du hast ihn ja ausgewählt. Der Mann hatte ein erstklassiges Diplom. Er war Genosse, du hättest ihn dir ziehen können. Aber ich mochte ihn nicht, gleich von Anfang an. Siehst du? Was ich immer sage, du denkst nicht sachlich. Nein, Ali, die neue bekommst du nicht. Vielleicht gefällt dir ihre Nase nicht oder sie hat krumme Beine. Ich habe keine krummen Beine. Wer redet denn von Ihnen? Was wollen Sie überhaupt hier? Ich wollte Sie sprechen, ich bin... Neue Anmeldungen im Sekretariat, wenn es bis dahin fertig ist. Ich heiße Carla Blum. Nein. Doch. Bitte warten Sie draußen. Nicht doch, wir sind fertig. Kommen Sie, setzen Sie sich. Also, Sie sind die neue Absolventin. Ja, ich bin schon seit gestern hier, aber ich habe niemand angetroffen. Das tut mir leid, aber Neubau, Umzug, Sie verstehen. Ja, um Gottes Willen, wo haben Sie denn da geschlafen? Hier ist doch kein Hotelzimmer zu kriegen. Weder für Geld noch für gute Worte. Ich habe in einem Bootshaus übernachtet. Ach, Sie haben Bekannte hier? Nein, ich habe jemanden kennengelernt. Gratuliere, da haben Sie ja schnell Kontakt gefunden. Ach, wissen Sie, mit dem ist nicht viel los. So. Aber ich glaube, das gehört nicht hierher. Ist auch besser so. Fräulein Blum, Sie sind Lehrerin und das bringt gewisse moralische Verpflichtungen mit sich. Das ist nun mal so. Und damit Sie mich für keine Moraltante halten, wir sind alle nur Menschen. Wenn Ihnen wirklich mal was Menschliches passiert, dann sehen Sie zu, dass das keine Kreise zieht, ne? Das sehe ich nicht ein. Wie kann denn Ehrlichkeit schaden? Sie widersprechen Ihrer Schulrätin. Was macht's? Die Jugend denkt immer absolut. Sie werden Ihre Erfahrung sammeln, wie wir unsere gesammelt haben. Und gegen gesunden Oppositionsgeist habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Naja. Haben Sie Ihren Papierkram zur Hand? Ja, habe ich. Bitte. Gott, ist die naiv. Die und keine andere. Wer erzähle ich mit dir? Bist doch die Beste. Von deiner Sorte. Aber auf deine Verantwortung, Ali. Komm hier nicht nach einem halben Jahr wieder. Tja. Als dann schafft euch, wenn ich das mal so sagen darf. Auf Wiedersehen, Genosse Hirte. Auf Wiedersehen, Kollegin Blum. Viel Erfolg für den Anfang. Danke.